inviting meadows, offer all the many blessings of today. Ist eilig? Nö, gut. Also eins ist mal klar, liebe Zuschauer, hetzen lassen sollten Sie sich nicht. Es gibt wieder 8 nagelneue Titel im Telefon. 8 Titel, die wir Ihnen zur Wahl stellen. Entscheiden Sie sich für 4. Auf dem Postamt finden Sie unsere Postkarten. Kreuzen Sie Ihre Lieblingstitel an. Mit ein bisschen Glück sind die dann am 22. März in der nächsten Hitparade dabei. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr Glück haben, haben Sie in dieser Sendung ein nagelneues Auto gewonnen. Hier noch einmal unsere Nummer 0130 44 44, und irgendwo ist immer eine freie Telefonzelle. Die Faust geht im Islam, geht Ayatollah Khomeini. Während in der Wiener Hofburg die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa tagt, fordern draußen vermummte Iraner die Teilnehmerländer auf, alle wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zum Iran abzubrechen. Nur so könne Unterdrückung und Folter in ihrem Heimatland gestoppt werden. Guten Abend zum Heute-Journal, liebe Zuschauer. Dass Teheran heute die diplomatischen Beziehungen zu London abgebrochen hat, die Außenminister haben auf ihrem Wiener Treffen kaum davon Notiz genommen, zumindest nicht offiziell. Denn die Donaumetropole ist in diesen Tagen nicht der Platz für die Austragung von Disharmonien. Im Gegenteil, die Signale scheinen auf Entspannung zu stehen, so auch heute beim Treffen zwischen Amerikas neuem Außenminister James Baker und seinem Kollegen aus Moskau, Eduard Shevardnadze. 2 Stunden lang konferierten sie, und was sie sich vielleicht an Gegensätzlichem zu sagen hatten, hinderte sie nicht, einen neuen Gesprächstermin für Mai in Moskau zu verabreden. Und das war nicht die einzige gute Nachricht vom Wiener Gipfel. Martin Schmuck berichtet. Vor der US-Residenz harrt ein Journalistenheer auf das Zusammentreffen der beiden Außenminister. Das Protokoll hat auf das Pflaster dort einen Klebestreifen gepappt, wo die sowjetische Limousine mit dem deutschen Stern auf der Kühlerhaube zu halten hat. Dann Hände schütteln, freundliche Worte und ein knappes Lächeln für die Fotografen, und schon wird sie für 2 Stunden zurückgezogen. Der Kongress in Wien, ein Forum der Politik, eine Plattform für Botschaften, die sofort in die ganze Welt dringen. Außenminister Shevardnadze ist mit dem Treffen zufrieden. Weltpolitische Probleme wie die Rüstung seien angesprochen worden. Er glaube weiter an eine gute Kooperation. Das sei vielleicht das wichtigste Ergebnis hier in Wien. Im Mai wolle man sich in Moskau wieder treffen. 2 Soldaten halten Wacht am Eingangsportal der Botschaftsresidenz. Unbeweglich steif, wie Militär eben zu sein hat in solchen Momenten. Unten auf der Einfahrt kämpft derweil ihr Außenminister mit einem defekten Mikrofon und Sicherheitsabständen zu den Journalisten. Die Vertreter einer Weltmacht sehen